Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Aus irgendeinem Grund sind hier plötzlich überall neue Wachen gespawnt, wie mir scheint. Was ich doch mal extrem blöd finde. Hey, ich hab dich... Irgendjemand! Na los, Blute! Wo kommst du? Wie? Was? Manche Dinge muss ich nicht verstehen, oder? Der hat den Körper nicht gesehen und plötzlich bin ich in der Nähe und er weiß, dass ich da bin. Warum? Warum sind da überhaupt jetzt neue Gegner? Muss doch nicht sein. Er kriegt einen Bolzen, dann werde ich ihn los. Ich brauche nicht mal einen Bolzen. Masken. Diese Träume müssen aufhören. So, hier oben lang. Ich hasse es, wenn die Drecksviecher singen. Komm, beweg dich. Rein oder raus. Was? Die haben schon mal wieder irgendeinen Typen gefunden, der da rumlag. Den erledigt. Glaubst du, ich finde dich nicht? Oder haben die jetzt eingefügt, dass die Typen in der Zeit wieder aufstehen? Wird schon ein bisschen Arbeit werden. Scheiße, wir lassen uns ja liegen. Scheint aber nicht wieder aufzustehen, ne? So, gehen wir mal hier raus. Schlachthaus verlassen. Zum Hof gehen, genau. Ich hatte das Gefühl, dass das gar nicht mal... Genau. Gar nicht mal so klug ist. Achtung! Aufgrund der Seuche wird Müller, der sich bei einem Betrieb von hohem Staatsinteresse... mich zum Dienst meldet, vom Lordregenten zum Verräter erklärt. Ganz nice. So. Willi Lurk? Zu dem muss ich scheinbar hin. Was sagt er? Hier hoch. Da oben ist der Topf der Gräfin. Der ist jetzt erstmal mein Ziel. Wo ist diese blöde letzte Rune? Symbol leuchtet nirgendwo. Aber eine Rune fehlt noch. Naja. Achtung, Tarifverhandlungen in Betrieben von hohem Staatsinteresse sind ein Kapitalverbrechen. Dazu zählen Metallverarbeitung, Walfang und Verarbeitung, Sicherheit sowie bestimmte juristische und kirchliche Dienste. Wenden Sie sich bei Fragen an den Justiziar, auch hinsichtlich der Vollstreckung. Okay. Speichern. Jetzt bin ich gespannt. Wo war die Weinerleiche? Die war in irgendeiner Gasse. Da bin ich mir absolut sicher. Hier unten?
oder? Okay, das ist meine Hauptquest, glaube ich. Oder? Genau, und die auf die Abreise vorzubereiten, das mache ich aber jetzt nicht. Ich muss den Weiner finden. Wo zum Geier war der Weiner? Komm ich da hoch? Also da ganz nach oben. Nee. Da sagt das Spiel dann doch, dunkle das nicht überwende. Wir sind noch nicht fertig, Assassine. Was ist mit den Schreinen? Was führt ihr dort für blutige Rituale durch? Wo habt ihr diese heidnischen Bräuche her? Okay. Oh, das sollten wir... Na gut, diesmal hast du Glück gehabt. What? Passt auf! Okay. Ich dachte, ich hätte den Aufseher erwischt. Dann hätte ich ja zumindest zwei von denen gehabt. Hm. Egal, darum kümmere ich mich später. Ich will jetzt erst den Weiner finden. Fuck! Oh, hier sind wahrscheinlich jetzt auch über neue Gegner, oder? Na, guck mal, Corvo. Und Slapjaw. Oh, jetzt diese blöde Gasse mit dem Weiner. War das überhaupt eine Gasse? Ah. Was ist vielleicht hier unten? Zack, da runter. Da sind ein paar Ratten. Wo zum Geier? Hier war es nicht. War das echt da unten, wo die Aufseher waren? Verdammt. War das die Leiche, die da in der Ecke lag? Scheiße. Dann muss ich gucken, wie ich die irgendwie ausschalten kann. Vielleicht komme ich da hinten lang. Das ist sehr interessant, wie ich mich so in der Luft steuern kann. Ein bisschen Walöl, hier sind wieder ein paar Ratten. Okay, beim Doppelsprung kommt man da schon so hoch, Alter. Da holt es vielleicht ein Springer. Wir sind noch nicht fertig, Assassine. Was ist mit den Schreinen? Was führt ihr dort für blutige Rituale durch? Oh, das sollten wir uns ansehen. Ich werde dich finden, dich für deine Verfehlung. Ah. Okay, wieso ist der eine davon nicht umgefallen? Das ist komisch. Und nochmal. Weg. Verdammte Ratte! Gib auf und zeig dich! Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Wo bist du? Ich hätte vorher den Alarm sabotieren sollen. Ah, okay, ich verstehe. Da mache ich das kurz ein bisschen anders, wenn ich mit der Weinerleiche jetzt hier rumrennen muss, hätte man auf jeden Fall vorher machen sollen, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Dann sabotiere ich einfach vorher den Alarm, da unten ist er ja. Ich habe kein Kabelwerkzeug? Scheiße. Das bedeutet, der Typ, der zum Alarm rennt, den muss ich mit dem Bolzen auf jeden Fall noch ausschalten. Hier einwerfen.
Wir sind noch nicht fertig, Assassine. Was ist mit den Schreinen? Was führt ihr dort für blutige Rituale durch? Wo habt ihr diese Bräuche her? Okay, er ist entkommen. Meine Hände langweilen sich schon. Das war so ein bisschen Verschwendung von Bolzen, aber was soll's. Okay. Dafür wurde kein Alarm geschlagen. Und das ist dann doch auf jeden Fall wert. Und der letzte ist bereits despawned. Ne, da liegt er. So, mal schnell speichern. Damit ich das nicht nochmal machen muss, wenn ich es verkacke. Jetzt muss ich die Weinerleiche wegbringen. Okkulte Markierung ist da hinten. Komme ich da nochmal aufs Dach auf? Hopp. Hopp. Hallo. Und tschüss. Einfach hier? Oh, das ist geschickt. Nur noch eine Runde, dann habe ich auch meinen Blick ins Nichts. Danach brauche ich eigentlich nichts mehr. Würde ich vielleicht wirklich auf Zeit verlangsamen, nochmal sparen für die Bolzen. Aber da müsst ihr auch dringend mal die Feuerrate erhöhen. Sehr gut, dann sind wir hier theoretisch fertig, oder? Nicht nur theoretisch, wahrscheinlich auch praktisch. Hallo Billy. Billy. Okay. Ich muss es ausprobieren. Tut mir leid. Okay. Ich musste es ausprobieren. Ich kann bei sowas nicht anders. Danke. Gehen wir. Bevor sie die Hunde loslassen. Was für Hunde? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Kann ich da hoch ohne? Nee. Schade. Doch, kommt man. Okay. Warum haben sie den Leibwächter der Kaiserin nur am Leben gelassen? Und jetzt auch noch Worthwald in einer Kiste? Was ist los mit ihnen? Justitiar Timsch lebt im Justizbezirk. Kenne ich dort gut aus. Was ich so höre, liegt Timschs Familie mit sich selbst im Krieg. Fragen Sie seine Nichte Talia. Ich zeige Ihnen am besten den Weg. Gibt heutzutage eine Menge verrückter Reicher, die sich mit Sokolovs Sicherheitstechnik eindecken. Hält Weiner und Plünderer fern. Vielleicht brauchen sie mich. Okay, wir gehen. Gehen wir. Sehr schön. 6 Bewusstlose entdeckt, okay. Den gefangenen Wal getötet. Was man ja sogar tun musste, wenn man die letzte Rune haben wollte. Wenn man mal... Ich glaube... Oder könnten wir dem Lebenden... Nee, es stand von einem frisch gestorbenen Wal. Okay, okay, wir mussten übrigens schon. Können wir dem Lebenden Wal das Auge rausnehmen? Das wäre ein bisschen sehr brutal gewesen. Rotwild zu einer entfernten Insel verschifft. Tja, das Rezept vervollständigt und den Tresor der Wache geplündert. Nicht nur den der Wache, auch den anderen. Wo ich es immer noch ein bisschen komisch finde, was das bitte für eine Kombination war. Und ich habe eine Menge Geld übersehen. Wo war denn das alles? Ich meine, ich habe die meisten Gegner ausgeschaltet. Gut, ich habe keine getötet, aber trotzdem. Na, was soll's. Justizbezirk. Delilah malte ein Porträt für Justiziar Arnold Timsch. Timsch, nicht Timsch. Einen korrupten Edelmann, der mit juristischen Kunstgriffen Familien enteignet und deren Anwesen für den Lordregenten beansprucht, indem er sie fälschlicherweise als Seuchenopfer bezichtigt. Justiziar Timschs, nicht Italia, ist auch so ein Wort,
Hast ihn. Sie hat dir versprochen, für einen gewissen Preis bei der Suche nach Delilah zu helfen. Triff dich mit Talia, um herauszufinden, was sie weiß. Als junges Mädchen ging Delilah bei einem Bäcker im Dunwall Tower in die Lehre. Jahre später war sie Malerin in Sokolov-Kreisen. Justiziar Arnold Timsch bezahlte sie, um Porträts zu malen. Ihn kannte ich. Ein Edelmann aus reichem Elternhaus. Eine korrupte Schlange, der das Vermögen der solchen Opfer für den Lordregenten eintrieb und dadurch erneut zu Reichtum kam. Aber Justiziar Timsch trug auch eine Privatfehde mit seiner Nichte aus. Es ging um das Familienvermögen. Lurk hatte wahrscheinlich recht. Wir sollten erst mit der Nichte sprechen. Die Fehde mit dem alten Justiziar könnte hilfreich sein. Ich ließ ihr eine Nachricht zukommen. Und sie behauptete, Dinge über Delilah zu wissen, die niemand kannte. Aber ihr Wissen habe seinen Preis. Ich war nicht überrascht. Und traf sie. Okay. Soll der Erstbetäubungsbolzen auffüllen. Da verbrauche ich ziemlich viele von. Eigentlich hätte ich auch gerne Kabelwerkzeug. Da kümmere ich mich aber später drum. Erstmal... Runenkurier. Ja, damit. Jede Rune will ich haben. Und das kostet nur 100 Münzen. Gut, ich habe auch nur noch 800, aber was soll's. Ich kaufe es mir. Ich glaube, ich versuche echt mal alle Gefallen zu kaufen. Will das Achievement haben. Betäubungskapazität. Kappa. Kappa. Artefaktkapazität. Gut, das könnte nützlich sein, aber ich will erstmal den Nachlader für meine Armbrust. Und lass den Rest jetzt erstmal so, damit ich mir möglichst noch weitere Updates... Ne, gar nicht mal. Eins nehme ich auf jeden Fall mal mit. Den Rest lasse ich erstmal so, wie er ist. Bin sowieso pleite. Werden wir ja mal sehen. Los geht's. Ich habe da gerade ein Achievement erhalten. Jetzt habe ich mir natürlich blöderweise die Achievements schon mal durchgelesen. In Steam. Und ich meine, das war das... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Achievement ist, dass ich einfach nur eine gewisse Anzahl Gefallen bekommen habe, aber ich meine, es gab auf jeden Fall eins für, dass man alle Gefallen gekauft hat. Wenn dem so ist, haben wir jetzt gerade die letzte Mission dieses Teils erreicht. Wir werden sehen. Hoffentlich schießt der Armboss jetzt aber wirklich schneller. Ich find's gut. Da kann man es gerade nicht so richtig erkennen. Aber ich fand es geil, dass man bei Corvus Armbrust immer auch Veränderungen gesehen hat, wenn man irgendwie ein neues Update hat, Upgrade hatte. Dass man quasi wirklich sehen konnte, warum da vielleicht jetzt... Also das, was verändert wurde und vielleicht auch, warum das eine Auswirkung hat. Die Genauigkeitserhöhung hat zum Beispiel, glaube ich, ein kleines Zielfernrohr zugefügt. Öltanks, die ich nicht brauche und eine Rune, die ich haben will. Ich war nett. Er schlummert nur. Talia müsste in der Trevor's Close warten, einer Gasse hinter der Lichtmauer. Sie erkennen sie an den drei weißen Schädeln. Okay. Auch da frage ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel im ersten Kapitel einen hohen Chaos-Faktor gehabt hätte, hätte sie ihn vielleicht umgebracht. Ja, sie, ich weiß ja nicht, ob das... Die Stimme klingt für mich weiblich. So eine Sache, die ich eigentlich interessant fände. Die mir auch gefallen würde, solche Sachen. Alles klar, wir haben die Rune, sonst habe ich gerade nichts auf dem Schirm. Die Rune in der Richtung, also da ist die Rune, klar, ist da vielleicht noch was. Ich kann gerade nichts erkennen. Okay. Mit dieser Rune kann ich auf jeden Fall dann die Nachtsicht aufbessern, wodurch sie erst wieder richtig nützlich wird, da wir dann auch die Gegner sehen können. Freue mich schon drauf, ich werde es brauchen. Deswegen ist mein erstes Ziel, echt nur zu dieser Rune zu kommen. Das ist für mich gerade einfach mal das Wichtigste. Ich könnte vielleicht sogar außen rumschwimmen. Keine Ahnung, ich versuche es erstmal nicht, glaube ich. Da ich nicht weiß, ob ich hinterher wieder anständig hochkomme. Ja, ich probiere es doch. Scheiß Wachen. Ich bin sogar richtig, die Rune ist irgendwo hier unten, wie es scheint.
10. Nicht so schlimm. Es war nur fast. So. Ist das? Yes, hier ist die Rune. Assassinen Nazis. Wie gewünscht. Richtig. Hat mich auch 150 Münzen gekostet, aber die war es wert. Ich finde übrigens die Idee mit dem Assassinenrufen cool. An sich eine nette Idee, allerdings... Ja gut, wenn ich natürlich jetzt weniger... Also wenn das jetzt hier wirklich das letzte Kapitel sein sollte, was vielleicht sogar Sinn ergibt, die ganzen Sachen hier kosten jetzt auch mindestens eine Rune weniger, deswegen hat es vorher glaube ich sogar 4 gekostet. Die übernommen mindestens 2. Also wenn das letzte Kapitel ist, finde ich das ganz interessant, weil man auf keinen Fall genug, also weil man halt insgesamt gar nicht genug Runen finden kann, um seine Kräfte so weit aufzurüsten. Finde ich eigentlich mal ganz nett. Ich glaube, da oben fällt gerade ein Zug lang. Das ist eigentlich gut. Da muss ich hin. Ich will mich aber natürlich gerne wieder ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir noch eine optionale Mission wie mit der Lumpengräfin. Das heißt, vielleicht bestimmt gibt es irgendwie sowas. Aber da gucken wir uns das beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.